Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in 7 Days to Die. Mein Name ist Kubana. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir befinden uns in meiner Let's Play Spiel Season 4. Und dies ist Folge 72 im Mod War of the Walkers. Und es ist gerade Nacht. Ich bin umgezogen in den letzten Folgen. Und ja, das bedeutet unter anderem, ich muss mir irgendwie eine neue Mine bauen, die ich ganz gerne eigentlich immer... ich habe keine Holzrahmen mehr. Oh, einen Wurm gefunden. Die ich ganz gerne... was mich wieder drauf bringt, ich muss dringend mal angeln gehen. Denn das geht ja in diesem Mod. Das war die falsche Taste. Ich wollte eigentlich die Rahmen hier runterziehen. Damit wir das hier gleich ein bisschen schick haben. Machen wir das ordentlich. Und gehen weiter in die Tiefe. Also vielleicht schaffen wir es bis zum Bedrock in dieser Folge. Klar, wenn ich mich direkt nach unten buddeln würde, würde das wahrscheinlich sogar funktionieren. Aber ich habe es ja mal gern ein bisschen schicker, das wisst ihr ja. Und von daher ist das erstmal jetzt... So machen wir das erstmal jetzt schick. Ich entscheide mich diesmal für eine direkte Senkrechte nach unten. Und habe dann den Spaß, dass wir da vielleicht runterspringen können. Möchte ich aber den Schacht immer ganz gerne noch ein bisschen ausbuddeln, denn ja, zu oft und zu gerne bleibt man einmal an so einer blöden Kante hängen. Irgendwie, ich kletterte gerade, ich habe den Eindruck, da fehlt eins dazwischen. Müsste doch eigentlich gehen. Hä? Hä? Ah, okay. Ich bin zwei zu tief. Okay, dann müssen wir erstmal einen Rahmen setzen. Jetzt geht's. Da fehlt doch eins, ne? Das habe ich mir doch fast gedacht. So, weiter geht's in die Tiefe. Ein bisschen Metall kommt ja dabei raus, das ist ja mal ganz nett. Aber es ist natürlich nicht das, was wir eigentlich wollen, nämlich Metall, also wirkliche Eisenerzvorkommen finden. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich den Bergarbeiterhelm so früh gefunden habe. Man kann ihn selber bauen, aber... Ups. Nicht das Holz kaputt machen. Und können da noch ein bisschen... Na? Immer schön nach unten.
schon Tag 16. Meine Güte. Die Zeit vergeht. Oh, Leitern alle. So, müssen wir wohl noch ein paar bauen. Ah, da waren sie. Na? Hallo? Irgendwie, ruckelt es gerade wie verrückt, ich weiß nicht warum. Jetzt geht's wieder. Wahrscheinlich, weil ich die Produktion nebenbei anhatte. Sehr seltsam. Naja. Den Stein so direkt vor dem Auge. Das sieht ja nicht hübsch aus. Aber es geht voran. Und den nächsten. Und jetzt sind natürlich die Holzrahmen wieder an, das ist ja klar. Bauen wir auch von denen mal noch 20. Wirklich das Baufenster, das da echt ein bisschen Ärger bereitet, habe ich den Eindruck. Und tatsächlich die Framerate ein bisschen nach unten setzt, sehr merkwürdig. Hatte ich in den letzten Aufnahmen doch so nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Es ist schon eine ganz schöne Strecke. Und da sind wir wieder oben. Ja, ich wollte ganz nach oben eigentlich. Das war die falsche Seite. Und hier wollte ich. So. Eigentlich könnten wir jetzt mal noch das Clevere machen und ein bisschen sortieren. Was dringend nötig wäre, ich sortiere erstmal alles raus, was man essen kann. Pack das mal in eine Kiste. Oder trinken. Ich weiß, auch die Äpfel könnte man direkt essen, auch die Yuccas könnte man direkt essen, weiß ich. Ich habe aber vor, das jetzt mal zu trennen zwischen Rohmaterial sozusagen und dem fertigen Essen und Trinken. Ja, das war zumindest der Plan. Und
auch die Medizin werde ich in andere. Was war das? Das war trübes Wasser. Und hier werde ich jetzt mal erstmal das Dosenfutter in eine Reihe packen. Dann das andere Essen. Da haben wir ja auch ein bisschen was. Da ist noch Dosenfutter. Und die Getränke da nach unten. Was ist das eigentlich? Blackberry Juice. Das ist im Prinzip auch was zu trinken, wobei ich glaube, es gibt auch sehr viel Ausdauer zurück. Ja, bei Honig ist immer so eine Sache. Ist das jetzt ein Lebensmittel oder ist das tatsächlich auch Heilung? Mir ist zu warm. Ich mach mal die Dosen leer. Dass ein bisschen mehr, ne? Platz schaffen kann. Komm, das Hundefutter. Naja, reicht nicht mehr. Das brauche ich also nicht. Moment. Das ist ein kühles Getränk. Dann nehmen wir das doch mal zu uns. Ich bin ja jetzt auch, wenn ich das richtig gesehen habe, in einer Art Wüste oder sowas. So. Jetzt hole ich mir die Rohmaterialien für das. Das ist kein Rohmaterial, aber das holen wir gleich nochmal mit Clay weg. Für das Kochen. Hier ist noch ja. Sand. Das ist Rohmaterial zum Essen kochen oder Getränke kochen. Das können wir eigentlich auch gleich mitnehmen hier. Wir brauchen ja auch noch eine Wasserquelle. So. Was haben wir denn hier noch? Was kann man denn eigentlich aus dem hier machen? Ich glaube, da gab es irgendwo auch ein Getränk oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich lasse es mal da. Wheat. Was ich mit dem hier mache, oh, hier ist auch noch was zu essen. Was ich mit dem hier mache, weiß ich noch nicht, aber ich packe das jetzt mal Fettknochen und das verrottende Fleisch raus. Das gehört eigentlich irgendwie zusammen, weil für Dünger. Ja. Und zu Dünger könnte ich eigentlich auch das hier dazu packen. Gehört zwar irgendwie nicht so richtig dazu, ich weiß. Aber so rein thematisch sage ich das jetzt mal. Da können wir eigentlich auch noch das mit dazu packen. Und die Würmer eigentlich auch. Und die Knochen auch. Dann gehe ich jetzt doch nochmal hier rein. Dann nehmen wir den Kotten auch noch mit dort rein. Und die Aloe ist im Prinzip da drin gut aufgehoben. Das kommt auf jeden Fall da rein. Auch das. Aloe-Creme, Maismehl. Füllt sich ganz schön der nächste Container. So, und hier mache ich jetzt mal die Rohmaterialien für zum Kochen einfach rein. Bei den beiden Sachen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die da drin lassen soll. Wo ist es denn hier? Das gehört auf jeden Fall da rein. Das sind die Rohpflanzen. Die mache ich auch mal dahin. Das ist so eine Zwischenstufe. Das rohe Fleisch. Das könnten wir eigentlich hier hoch machen. Das passt doch eigentlich ganz gut zusammen.
Maiskolben. Und Heidelbeeren. Und das machen wir mal hier runter. Und die Kartoffeln machen wir mal mit da dazu. Ist so ein bisschen sortiert. So richtig zufrieden bin ich noch nicht. Aber es geht so einigermaßen. So. Jetzt mache ich hier mal leerräumen. Und jetzt mache ich hier mal dieses Zeug rein. Irgendwie passt das ja ganz gut zusammen. Ich sagte auch, die. Dieses mache ich da rein. Den Wurm lege ich mal zur Erde. Gehört da irgendwie hin. So, dann machen wir hier mal das rein. Und das machen wir hier mit dazu. Okay. Gehören Pflanzenfasern da rein? Papp. Jetzt bin ich hier voll. Dann mache ich hier mal Medikamente rein. Oder was irgendwie mit Medikamenten zu tun haben könnte. Da bringt mich das auf den Gedanken. Das wollte ich eigentlich noch hier mit reinbringen. Strawberry Jam ist ja eher was zum Essen. So. Medikamente und Vitamine, das kann auch da rein. Jetzt habe ich das hier leer. Mache ich hier mal irgendwelche Rezepte rein, die da so rumkreuchen und sowas wie Messer, Taschenlampen und Kleidungsstücke, wobei ich die gleich mal zerlege. Und sowas wie das hier kann da rein. Das machen wir auch mal hier rein und das auch. Das ist eigentlich Medikament, oder? Es ist immer noch so viel übrig. Es ist viel zu viel. Es ist nach wie vor. Ich brauche noch weitere Kisten. Es geht nicht anders. Um es sinnvoll zu sortieren, brauche ich weitere Kisten. Kotten. Kotten hatte ich doch schon irgendwo. Also ich brauche weitere Kisten. Dann müssen wir mal welche bauen. Chest. Was fehlt mir denn da schon? Ach, die Nägel. Hey, habe ich denn noch Nägel? Das sind nicht viele, ne? Also langsam tritt ja ein bisschen, aber ich habe keine Nägel mehr. Und ich will keine, also kleine baue ich keine mehr. Das ist unsinnig. Das ist wirklich unsinnig. Okay, dann baue ich das nächste Mal weiter. Und sortiere den Rest dann, sobald ich Nägel habe. Ja, das werden wir wohl so machen müssen. Aber es sieht ja schon einigermaßen sortiert aus. Also ich meine, die zwei jetzt nicht, aber hier, das ist doch echt ordentlich, ne? Gott, ich will mich jetzt nicht loben. Ich will mich jetzt wirklich nicht loben, aber es sieht echt ordentlich aus. Jetzt könnten wir das hier auch gleich noch ein bisschen sortieren. Natürlich Antibiotika, Antibiotika, Schmerzpillen. Dann haben wir hier noch ein Vitamin und hier haben wir einen Blutbeutel. Und ein Splint. Ach ne, ich habe ja noch jede Menge Splinte da drin. Da könnten wir zwei hier rauslegen. So, und eigentlich zwei von den Verbänden auch. Ja.
So, jetzt wollten wir eigentlich hier schon längst mal wieder reinschauen, denn ich habe einen Haufen Punkte, die weg müssen. So, was habe ich denn gesagt? Was würden wir denn gerne als nächstes haben wollen? Das haben wir. Das ist schön. Das hier. Da brauchen wir ein Rezeptbuch für. HD Range, das ist Class Only. Scholar Bonus, HD Battery, da brauchen wir ein Buch, da brauchen wir auch ein Buch. Wie viel Sinn macht es dann, das hier zu lernen? Erstmal gar keinen. Das schneller Fertigen habe ich voll. Das ist Scrap Iron Construction. Was brauchen wir denn dafür? Construction 4. Okay. Dann gehen wir doch mal nach Construction gucken. Da habe ich schon nur 3. Nee, jetzt habe ich 4. Und da war schon auf 5. Zack. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Das können wir wieder rausnehmen. Überlebende, da müssen wir eigentlich auch dringend dazulernen. Gesundheitsfreak etc. auch. Ich gucke mir erstmal die wichtigen Skills an, wie zum Beispiel den Qualitätsjunk, den Schatzsucher würde ich eigentlich auch gerne höher leveln. Rüstungsschmied wäre auch wichtig. Und hier, Kevlar, ich brauche das Rezeptbuch. Ach, ich brauche ja auch für meine fertige Klasse. Da muss ich gucken, ob ich die Class Paper alle schon dabei habe. Construction habe ich 5. Okay. Den einseitigen Mechaniker. Oder lieber Waffenschmied habe ich 6 und Werkzeugschmied habe ich 7. Dann mache ich hier mal einen Waffenschmied 1 höher. Und kann jetzt die Machete kaufen. Ei, natürlich nehme ich doch. Die Machete ist doch mal eine sehr schöne Sache. So, jetzt haben wir noch 4 Punkte übrig. Das ist jetzt nicht mehr viel. Da gucken wir, ob wir noch irgendwas finden, was wir ausgeben können. Das wäre eigentlich hier ganz nett. Medizin lernt sich echt langsam und das hängt damit zusammen, dass man medizinische Artikel herstellen muss. Und das macht man jetzt auch nicht so häufig, leider. Aber komm, schneller fertigen ist eine gute Idee. So, und da ist schon wieder der nächste Tag angebrochen. Das ist eigentlich perfekt. Denn das heißt, ich könnte. Soll ich erst mal schnell rüberfahren und mein anderes Zeug holen? Es wäre wahrscheinlich die sinnvollste Variante. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Das war hier oben und ich weiß schon gar nicht mehr genau, wo. Da war der Händler, ich glaube hier. Ich mache hier mal einen schnellen Wegpunkt. Ich glaube, da ist das Haus gewesen. Ja, das müsste es eigentlich sein. Und fahre. Nein, erstmal würde ich sagen, gucke ich mal nach, was die Jungs hier da gelassen haben. Und zerleg die. Und natürlich sollte ich das Zeug auch gleich da lassen. Dass ich nicht nochmal losfahren muss. Um mir. Ups. Unnötigerweise war das gerade eine Batterie. Das sah so aus. Habe ich nicht nach der ersten Batterie so lange gesucht und jetzt kriege ich sie einfach frei Haus geliefert. Auch unverschämt. Na? Okay. So, jetzt noch mal ganz schnell nach oben. Das Zeug wegbringen und dann aber losfahren. Und zwar dringend. Damit wir unser anderes Zeug hier rüberholen können.
Ich packe es jetzt einfach mal so. Oh. Ein Erdbohrer. Super. Ja, das war eine Batterie, ne? Und zwar gar keine so schlechte. Ja, aber nützt nichts. Wir fahren erstmal zurück. Halt, Benzin. Nicht, dass ich im gegenüberliegenden, also in meinem alten Haus strande, weil ich kein Benzin mitgenommen habe. Das wäre echt blöd. Die Rampe muss ich auch mal noch größer machen. Ja noch echt ganz schön finster, ne? So. Ich stehe hier. Ich muss also hier hinterfahren und dann relativ streng nach Norden. Ja, das wäre sinnvoll. Denn der Lichtkegel von dem Minibike ist dann doch deutlich höher. Größer, meine ich. Guten Tag, Herr Zombie. Ich grüße Sie. Heiße Sie recht herzlich willkommen. Da ist ein Huhn. Das wollen wir jetzt links liegen lassen. Hier ist natürlich jede Menge flaches Land. Oh, der ist aber nah. Jede Menge flaches Land. Also da haben wir. Oh, eine Schlange. Also Fleisch und Leder. Ich glaube, sie liefern auch Leder. Hoppla. Jetzt sehe ich gerade, ich hätte die Batterie mitnehmen sollen. Mist. Aber es geht jetzt auch ohne Licht. Spart Batterie. Die ist ja auch schon recht runter, ne, wenn ich das so angucke. 43%. Nähern wir uns so langsam der alten Stadt, die ja jetzt gar nicht so weit weg ist. Man kann es auch zu Fuß erreichen, habe ich ja auch damals getan. Warum guckt der eigentlich immer so schräg, wenn er Moped fährt? Ich meine, das ist doch völlig unsinnig. So. Aber erstmal kommt da der Händler. Was auch praktisch ist, dass der nicht so weit weg ist. Das heißt eigentlich, da könnte ich mal demnächst, ich habe doch, glaube ich, Diamanten und ich weiß nicht was alles, Goldnuggets und so. Und natürlich auch überschüssige Rezepte, die ich gefunden habe und die ich schon gelernt habe. Und die kann man da natürlich auch für Geld loswerden. Hoppla. Das bin ich aber komisch gefahren gerade. So, wo ist denn mein schneller Wegpunkt? Da ist er. Wir müssen nach Nordosten. Es wäre super, wenn da eine Straße kommt. Kommt keine, dann fahren wir eben querfeldein und machen wir das Licht an. Langsam. Das wollten wir nicht. Ich fahre mal hier vorbei. Guten Tag, Frau Krankenschwester. Ich finde meinen schnellen Wegpunkt nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Wo ist denn mein schneller Wegpunkt? Der ist hinter mir. Okay. Ah, ja.
Da ist es. Da kennt man sich, war man wochenlang hier in diesem Gebiet und dann... ist man mal 2 Tage woanders und schon hat man aus dem Blick verloren, wo das eigentlich alles war. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, ich bin nahe dran. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das Richtige getaggt habe. Na. Aber ich glaube fast, dass es das Richtige ist, das ich getaggt habe. Nein, es ist es nicht. Sag mal, ich kenne mich nicht mehr aus in dieser Ecke. Kann ja wohl nicht sein. Moment. Das ist nicht das Richtige. Das war eher hier, ne? Ja, das war eher dort. Also wieder zurück. Und hier noch ein Stück lang. Durchfahre, komme ich doch direkt hin, oder? Ja, da hinten ist es. Ich werde mit... Nicht die Kante runterfahren. Da sind wir doch. Na, wir haben es doch noch gefunden. Und ich werde mir jetzt auch gleich mal noch einen Wegpunkt setzen. Altes Zuhause. So. Da haben wir das geschafft. Was ist noch alles in meinen Kisten? Erfahrt ihr in Folge 73, logischerweise, meiner Let's Play Season 4 in 7 Days to Die. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.